Ausfahrt Richtung A45, dann den linken Fahrstreifen benutzen, um die Auffahrt Richtung A45 zu nehmen. Den linken Fahrstreifen benutzen, um die Auffahrt Richtung A45 zu nehmen, dann leicht rechts abbiegen zur Auffahrt A45. Guten Morgen und Glück auf! So, wir sind unterwegs. In unserem wohlverdienten Urlaub, würde ich sagen. Oder, Schatz? Ja. Den Straßenverlauf von A45. Heute muss ich jetzt ein bisschen konzentrieren. Ja, wir sind auf dem Weg nach Slowenien. Wir haben nochmal geswitcht für alle die, die noch Schweden im Kopf haben. Das geht bei uns sehr zügig. Ihr wisst ja, wir sind sehr spontan. Jo, also wir sind vorbereitet, sagen wir mal so. Ich habe mir jetzt noch eine Tagesvignette für Österreich, weil wir fahren jetzt über Regensburg, Passau, rein nach Österreich, dann nach Graz. Und dann nach Maribor. Maribor ist unsere erste Station. Heute ist Sonntag. Wir werden dann wohl am Montag ankommen. Zumindest habe ich mein Eintagesticket für Montag gebucht. Das geht ganz simpel. Übers Internet. Ist so eine digitale Vignette. Das gleiche haben wir dann auch gemacht für Slowenien. Eine Monatsvignette. Auch als E-Maut. Ja, also man muss da sein Nummernschild eingeben. Ich kann ja mal unten die Internetadressen verlinken. Alles ganz easy, wird abgebucht. Ich glaube 61 Euro die Vignette für Slowenien, eine Monatsvignette und der Eintagesvignette 8,60 Euro. Irgendwie so, unter 10 Euro. Ja. Und dann hoffen wir mal, dass wir einen schönen Urlaub haben. Morgen. Jo. Ja. Ja. Kann man sie sehen? Ja. Und Slowenien, wir waren noch nie in Slowenien, soll wunderschön sein. Das stimmt nicht. Oh, Entschuldigung, wir sind durch Slowenien durchgefahren. Zweimal schon. Wenn wir nach Kroatien fahren. Genau. Das war aber noch Wohnwagenzeiten. Ja. Haben aber auch schon den ersten Kontakt damals gehabt mit der slowenischen Polizei. Ich weiß nicht, ob ich es erzählt habe. Die haben uns mal rausgefischt mit unserem Gespann. Als wir auf der Rückfahrt waren. Ja, aber war Slowenien. Ja. So, ist ja egal. Naja, auf jeden Fall, wir ziehen jetzt mal durch. Und wie immer könnt ihr uns folgen auf Instagram, Polarsteps und Facebook. Und Videos auf YouTube kommen ja sowieso. Ne? Ja, wir freuen uns einen Arsch ab gerade. Ja. Wetter ist supi. Ja, also wir haben ja oft, wenn wir losfahren, Regen. Aber heute scheint die Sonne. Blauer Himmel. Ich hoffe mal, das bleibt so. Jetzt müssen wir nur gucken, weil wir ja Richtung Süddeutschland fahren. Unsere erste Station sollte eigentlich Regensburg sein. Haben wir jetzt mal ad acta gelegt und uns im Umfeld dann eher was gesucht, weil der Stellplatz in Donaustauf liegt ja direkt an der Donau und das war uns dann zu riskant, ja, in der Überschwemmungen dort. Wir müssen jetzt sowieso mal gucken, das soll ja heute da unten auch noch weiter regnen. Wir müssen mal gucken, wie wir das machen. Also wir fahren auf jeden Fall Richtung Regensburg, Passau, ne? Sonst wird das nichts. So. Und wir denken aber, dass die Autobahn, also da habe ich auch nichts gehört, nichts gelesen. Das ist ja meines Wissens nach sehr punktuell da, ne? So Innenstadt oder sowas. Naja, wir werden sehen, ob wir durchkommen, wir werden auch berichten. So, jetzt noch ein paar Bilder von dem blauen Himmel und der schönen Fahrt. Wir melden uns einfach, wenn wir wieder irgendwo stehen. Ne? Maus? Bis denn.
So wie wir jetzt gefahren sind, so müsst ihr nicht fahren, ne? Ist ja klar, wir sind ja direkt durch Spargelfeld durchgefahren. Aber wir haben hier, oder Christina hat hier vorhin unterwegs einen Stellplatz rausgesucht beim Spargelbauer. Nice. Ich glaube an die 20 Plätze hier. Und bezahlen tust du hier an so einer Wassertonne. Geld im Kuvert, Nummernschild drauf und fertig. Jetzt gucken wir gleich mal, was das kostet. Oh, Christine schüttelt schon mit dem Kopf. Lasse! Was ist? Was war das? Schüttelt nur mit dem Kopf. Dann haben sie solche Zettelchen. Ja, darf nichts kosten. Bitte die auch mit. Mal versehen mit. Ich glaube, was kostet das jetzt hier? 10 Euro. Also 10 Euro. Und Strom ist sogar hier. Ausweichparkplätze hat er hier. Ja, der Strom kostet aber. Ja. Ich glaube 1 Euro Kilowattstunde. Ja, daneben an die Plätze, die Ausweichplätze sind ohne Strom. Ja, ist ja nicht schlimm, wir brauchen gar keinen Strom. Also funktioniert, da ist so ein Ding. Hab ich schon erklärt. Also so eine Tonne, ne? So Kuvert oder ja, wie auch immer. Nee, so läuft. Also, erste Etappe geschafft. Leider ist es jetzt ein bisschen am Regnen. Die Donau habt ihr gerade gesehen. Die ist gut voll. Und jetzt gerade regnet es nicht mehr. Ja? Hohe Luftfeuchtigkeit. So, sollen wir mal so sagen. Hohe Luftfeuchtigkeit. Ja, nee, ist klar. So, wir müssen jetzt gleich noch auf Spargelfeld. Du kriegst das hier auch für 5 Euro, wenn du mithilfst, Spargel stechen. Nein, natürlich nicht. Aber war das gerade ein irrer Weg, hör mal? Aber der Hofladen, der hat noch bis 19 Uhr geöffnet. Und da gehen wir gleich mal hin. Weil, ne, man könnte ja vielleicht nur so ein paar Erdbeeren abgreifen oder so. Genau, wir haben nämlich jetzt Viertel nach 17, hätte ich gesagt. Viertel nach 5. Okay, also. Wir sind wieder fein ausgesucht. Ich bin noch völlig begeistert von mir. Ja, und ich auch. Was? Nee, alles easy, alles super. Nee, wir lassen uns mal da jetzt in den Laden reingehen. Ja. Und ich muss mich aber vorne. Ja, mach die mal landfein auf dem Landvergnügen hier. So, das ist unsere Ausbeute von dem Hofladen. Genau. Von dem Hofladen, genau. Und dann schlabbern wir uns jetzt mal weg. Mal ausprobieren. Mal ausprobieren heißt, wir ziehen die Pulle leer. Nein, also ich finde das richtig schön. Ja, nein, ne? Ist wirklich also, sehr schön. Sonne kommt auch wieder raus, supi. Also vorne kannst du sitzen, da gibt es nachmittags Kaffee und Kuchen und da ist noch ein Spielplatz. Und Ponys haben sie und ja, den Verkaufsladen da. Hofladen, genau. Und Toiletten. Toiletten noch, WCs noch, genau. Entsorgungsstation haben sie hier noch. Da wird Strom um 1 Euro gebeten für die Entsorgung. Ja, als freundliche Spende. Von Landvergnügen hier, ne? Also für, genau. Über Landvergnügen ist das kostenfrei hier. Ja, wer das Buch hat, ne? Wir genau. Haben es jetzt mal nicht gerade.
Aber ansonsten sehr schöne Landmaschinen von Klaas. Schon keine kleinen Dingerchen. Nee. Die können schon richtig was wegziehen. Nö, also. Ja, gut. Der hat hier etliche Folien, also ganze Erdbeerfelder unter Folie, ne? Erdbeer und Spargel hat er selber. Und Himbeeren, auch und Himbeeren, genau. Aus einer Zucht. So, und das ist alles unter Folie und also im Foliengewächshaus. Ja, kriegst du dann auch Spargeltopping, eingelegte Spargel. Hier kriegst du alles so mit Spargel. Weiß ich ja, schon. Ja. Aber du kriegst auch ein bisschen Fleisch, habe ich gesehen. Also eine Fleischtheke da oder eine Wursttheke. Schinken, Kochschinken. Also, da kriegst du auch kaltes Bier und was weiß ich nicht. Ja, ja. Ja. Käse, kriegst du eine gute Ausstattung hier, glaube ich. So, wir machen jetzt mal die Pulle auf. Ja. Ich will jetzt zu Potte kommen. Das ist ja mit Alkohol. Ach, ich dachte, der wäre ohne Alkohol. Einen Erdbeerseko Bio, denke ich. Ja. Zum Wohlsein. Ach, man sieht dich gar nicht, muss ich. Ach. Ach komm. Ach komm. Ach komm. Machen wir irgendwie so. Zum Wohlsein und gut's Nächtle. Das schmeckt aber erdbeerig. Das ist lecky. Das ist lecky. Gute Nacht.